Aufzeichnung und leite mal über in eine Begrüßung unserer Runde. Also ein großes Hallo zusammen. Auch mein Name ist Jochen Robes und im Namen der Corporate Learning Community ein Willkommen in unsere Runde. Wir sind, ich weiß gar nicht, momentan so um die 20 Teilnehmer. Ich habe jetzt gerade die Gesamtzahl nicht auf dem Blick. 27. 27, danke Joachim. Unser Stichwort heute ist ja HFD-Cert und das wird vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so viel sagen. Ja, vielleicht denen, die sich heute eingewählt haben, schon etwas, aber vielleicht hat der ein oder andere da doch noch ein kleines Fragezeichen. Ich leite mal so ein bisschen ein, wie ich auf das Thema gekommen bin und wie wir uns dann darauf verständigt haben, dass das doch ein schöner Anlass für unseren CL-Sprint heute sein könnte. Ich habe zum ersten Mal von dem HFD-Cert, glaube ich, im Winter 2018 gehört. Da war es irgendwie so eine Nachricht, das Hochschulforum Digitalisierung macht da irgendetwas. Und ich habe das so ein bisschen an mir vorbeiziehen lassen, im Sinne von, das ist was für Hochschullehrer und schauen wir mal, wenn es irgendwie lebt, wie es ihm geht. Und dann haben wir uns in der Corporate Learning Community mal in so einer ruhigen Minute nach Weihnachten drüber unterhalten, was wir mit den Teilnehmern im Netzwerk machen, die besonders aktiv sind, die also Rollen übernehmen, Aufgaben übernehmen. Wir bieten daher ganz viele Möglichkeiten oder haben es uns sogar so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Wenn irgendjemand was im Netzwerk machen möchte, dann hat er hier eine Plattform, dann hat er hier eine Gelegenheit, ob das jetzt im Rahmen von Barcamps ist, im Rahmen der Sprints. Andere organisieren ja die regionalen Corporate Learning Communities. Also wir haben da ganz viele Menschen, die Dinge tun, haben aber wenig Möglichkeiten, die in irgendeiner Form sichtbarer zu machen oder auszuzeichnen. Und da hat man mal kurz nach Weihnachten überlegt, ob das nicht ganz schön wäre. Haben dann überlegt, auch vielleicht Listen mit diesen Menschen zu erstellen. Haben sicher auch mal das Stichwort Badges in die Runde geworfen. Aber sowas richtig Tolles ist uns damals nicht eingefallen. Und dann verstrichen wieder so ein paar Wochen und im Mai, glaube ich, diesen Jahres habe ich dann auf einem Workshop nochmal von dem Herbert Nacken aus Aachen vom HFD-Cert gehört. Er hat es dann vorgestellt und er hat gesagt, hey, das Projekt ist wirklich da, es lebt seit Februar und da sind auch Menschen aktiv. Und ich habe es gehört und fand es eigentlich eine ganz tolle Idee. Und vielleicht, das wäre so die Diskussion für heute, auch ein Modell für unsere Corporate Learning Community. Vielleicht auch noch für ganz andere Zusammenhänge. Also ich will diesen Fragen aber jetzt auch nicht zu sehr vorweggreifen. Also jedenfalls, die Idee ist bei mir wieder wach geworden. Ich habe ein bisschen telefoniert, gemailt und dann bin ich bei Jasmin Jabarian gelandet und konnte sie auch davon überzeugen, heute zu uns in den CL-Sprint zu kommen. Und du wirst uns heute so ein bisschen was erzählen über die Idee. Also woher kommt das überhaupt? Wie geht's dem Projekt, was sind die Treiber, was sind die Herausforderungen, die Dinge, die wir vielleicht gar nicht sehen. Und im Anschluss daran wollen wir gerne die Runde eröffnen und ja mal überlegen, ob es eine Blaupause für noch ganz andere Dinge sein könnte. Also sammelt bitte Fragen. Wir haben danach sicher Gelegenheit, nochmal uns hier ein bisschen auszutauschen und auszuloten, wie weit das Modell, das Konzept trägt. Aber Jasmin, ich glaube, du hast ein paar Folien vorbereitet, dann würde ich dir jetzt gerne das Wort erteilen. Ja, sehr Kannst du uns. gerne. Ihr hört mich auch. Vielen Dank, Jochen, für die Wunderbar. Einführung. Okay, super. Ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, dass ich, wir hatten uns darauf verständigt, dass es ein Barcamp oder eine Session Du gibt, also dass ich euch HFD-Cert vorstellen darf. Mein Name ist Jasmin Chabarian. Ich bin Programmmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung und wie Jochen eben schon meinte, da auch federführend oder mit Kolleginnen und Kollegen unseres Konsortialpartners HRK. Also ich bin stifterverbandsseitig dabei mit zwei Kolleginnen und Kollegen von der HRK im Hochschulforum Digitalisierung und betreuen da HFD-Cert. Was ich dachte, was heute für euch mit Sicherheit interessant ist, zu hören, einfach mal, woher kam eigentlich der Impuls? Wie ist dann die Entwicklungsphase verlaufen? Wo steht HFD-Cert jetzt? Wer nutzt es? Gerade dadurch, dass es hier eine Plattform ist, eine Online-Plattform, denke ich, dass es auch sinnvoll ist, dass wir mal zusammen auf die Plattform schauen. Der oder die ein oder andere hat vielleicht im Vorhinein auch schon mal selbst reingeschaut, aber ich denke, das würde sich anbieten, dass wir da jetzt dann auch noch mal zusammen einen Blick drauf werfen. Ganz kurz zum Rahmen sozusagen, weil ich auch nicht sicher bin, ob das Hochschulforum Digitalisierung ein Begriff ist.
eine erste Folie zur, ja, zum Hochschulforum, beziehungsweise vorweggeschoben vielleicht die Information, das Hochschulforum Digitalisierung ist seit seiner Gründung 2014 ein Gemeinschaftsprojekt von Stifterverband, Hochschulrektorenkonferenz und CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung, und wird gefördert vom BMBF. So viel vielleicht einmal kurz zum groben Setting und vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu unserer Arbeit, unseren Arbeitsschwerpunkten. So ein bisschen HFD in a nutshell könnte man sagen, für uns ist ja, der Begriff des Orchestrierens sehr zentral, also in unserer Mission auch so festgehalten, dass das Hochschulforum den Diskurs zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter orchestriert und arbeitet da eben mit verschiedenen Akteuren, Akteurinnen aus den Hochschulen, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen, ist da sowohl ja, als Impulsgeber tätig, aber auch informiert, berät, Vernetzung, also gerade auch unser Netzwerk für die Hochschullehrer, auf das ich auch noch zu sprechen kommen werde, ist da ein starker Bestandteil, eben auch eine Community, so wie es eben ja, die Corporate Learning Community auch gibt, gibt es eine HFD-Community, und da bin ich auch später in der Diskussion auch sehr gespannt, was man da vielleicht auch für ja, ähnliche Herausforderungen, ähnliche Ziele vielleicht formulieren, kommunizieren kann. Zu den Arbeitsschwerpunkten nur noch eingangs ganz kurz. Wir haben im Prinzip vier Arbeitsschwerpunkte. Zum einen die Geschäftsstelle, die beim Stifterverband hier in Berlin angesiedelt ist, die sich vor allem zuständig zeigt für Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche mit der Politik. Vielleicht hatte auch schon mal jemand von der Themenwoche 2018 gehört. Entschuldigung, jetzt hatte sich jemand dazugeschaltet oder auch einen Inhalt geteilt. Deswegen war ich gerade oder stand bei mir gerade. Vielleicht spielt da gerade eine. Genau, ist auch kein Problem. Ich will mich, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Genau, vielleicht auch von der, ich war bei der Themenwoche 2018, vielleicht hatten da auch schon einige gehört, was da letztes Jahr hier in Berlin los war, eine ganze Woche mit verschiedenen Formaten. Auch da war die Geschäftsstelle zuständig. Ansonsten haben wir noch die Arbeitsschwerpunkte Peer-to-Peer-Strategieberatung, das Netzwerk für die Hochschullehre und dann unsere Arbeitsgruppen, die über ein Jahr lang zusammenarbeiten zu verschiedenen Themen. Da haben wir unter anderem jetzt zum Beispiel hier bei uns angesiedelt die digitalen Changemaker, eine Arbeitsgruppe bestehend aus Studierenden, die auch sehr, sehr viel schon im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben und auch zeigen, wie wichtig es ist, dass Studierende in den Diskurs auf allen Ebenen mit einbezogen werden. Das aber nur wirklich ganz kurz für eine kurze Rahmensetzung. Was ist eigentlich das Hochschulforum Digitalisierung? Und Jasmin, du musst wieder die Präsentation übernehmen. Da hat einer der Teilnehmer gesagt, jetzt möchte er seinen Bildschirm zeigen. Okay, alles klar. Start wieder deinen Bildschirm. Ja, ja, nee, gerne. Genau, ihr müsstet jetzt die Arbeitsschwerpunkte nochmal sehen. Ja. Und das ist ja super. Auch im Prinzip jetzt gleich... ja, geht es auch schon direkt weiter mit einem sehr konkreten Beispiel, was zum Beispiel aus dem Netzwerk für die Hochschullehre entstehen kann. Und das ist das HFD Cert, das HFD Community Certificate. Damit haben wir im Hochschulforum Digitalisierung eine Online-Plattform entwickelt zur Sichtbarmachung von Engagement für innovative und digitale Hochschullehre. Das heißt zum einen, also wirklich großer Schwerpunkt, einfach Lehrenden, Mitarbeitenden aus Medien- und Didaktikzentren, in der Lehre tätigen Studierenden, allen, die sich für innovative digitale Hochschullehre oder digital gestützte Hochschullehre engagieren, eine Möglichkeit zu geben, ihr Engagement auch sichtbar zu machen. Da geht es da wirklich vor allem auch informelles, nonformales Engagement. Also das heißt, Aktivitäten, die auf anderem Wege nicht sichtbar gemacht werden, beziehungsweise nicht in sozusagen klassischen Zertifikaten abgebildet werden können. Dadurch, oder was auch ein zentraler Punkt oder ein zentraler Fokus von HFD Cert ist, ist eben, dass es kein Curriculum gibt, also es gibt keine Vorgaben, in welchen vorgeschriebenen Modulen sozusagen Aktivitäten anerkannt werden. Das soll einfach auch ermöglichen, dass man sehr individuell seine Qualifikationsprofile schärfen kann. Zum anderen ist vielleicht auch noch wichtig, eingangs zu sagen, dass alles erstmal öffentlich
einsehbar ist. Also innerhalb der Hafti-Cert-Community kann man eben sehen, wer eigentlich da welche Aktivitäten einreicht, in welchen Bereichen sich engagiert. Und das soll dann natürlich im nächsten Schritt auch dazu führen, dass man eben sieht, was machen denn eigentlich meine Peers an, auch an anderen Hochschulen? Wen kann ich vielleicht bei bestimmten Fragen kontaktieren? Wer geht in eine ähnliche Richtung oder wer macht was, was mich persönlich interessiert und wo ich gerne mehr dazu erfahren möchte? Die Zielgruppen hatte ich gerade schon angesprochen, vielleicht auch noch zum Rahmen HFD Cert, und das hatte Jochen eingangs ja auch schon erwähnt, ist sozusagen ein relativ neues Format, ein neues Angebot des Hochschulforums. Im Mitte Dezember 2018 ist die Beta-Phase gestartet und seit dem 1. Februar ist sozusagen eine Public Beta, also im Gange, der Launch erfolgt. Zuvor war es eine geschlossene Beta-Phase mit, mit so 150 Interessierten. Und seit dem 1. Februar ist die Plattform für alle zugänglich, die, die das Format nutzen möchten. Vielleicht um noch ein paar Schritte zurückzugehen vor dem Dezember, was da eigentlich passiert ist, habe ich so eine kurze Timeline zusammengestellt. Und da kann man ganz gut sehen, also im März 2018, also vor über einem Jahr, wurde zum ersten Mal konkreter mit dieser Idee gespielt. Was kann man eigentlich, welche Herausforderungen stellen sich eigentlich Lehrende, Mitarbeitende an Mediendidaktikzentren? Und zwar, sie engagieren sich, aber im Endeffekt ist am Ende, hat man nichts in der Hand oder kann nicht zeigen, vielleicht auch in Bewerbungsverfahren oder Berufungsverfahren, was man im Bereich Lehre oder wie sehr man sich in dem Bereich schon engagiert hat. Das ist diese Diskussion ist bei unserem in unserem Kernteam des Netzwerks für die Hochschullehre aufgekommen, schon vor dem März 2018. Aber bei diesem Kernteamtreffen wurde dann nochmal in Arbeitsgruppen diskutiert, wie könnte denn eigentlich so ein Angebot aussehen, was da in diese Lücke stößt. Dann wurde sozusagen im HFD-Team weiter auch im Zusammenspiel mit den Kernteam-Mitgliedern weiter überlegt, was brauchen wir, welche Features müsste so eine Plattform haben, und basierend auf diesen Überlegungen, Festlegungen auf einen bestimmten Abstimmung, auf einen bestimmten Rahmen, wurde dann im Juli 2018 die Auftragsvergabe erteilt an ein Programmiererteam, die dann die Plattform eben programmiert haben und dann dazu geführt haben, dass im Dezember auch eine funktionstüchtige Plattform vorgelegt werden konnte und genutzt werden konnte und mit eben Interessierten auch ausprobiert werden konnte. In den ganzen Prozess, auch zwischen, eigentlich tatsächlich dann ab März bis sozusagen andauernd, ist unsere Community stark mit eingebunden. Das heißt, wir haben zum einen schon im Entwicklungsprozess versucht, zum Beispiel durch einen Community-Workshop, auch wirklich aus Nutzerinnen- und Nutzerperspektive die Struktur, Funktionsweise und auch das Thema Kommunikation, wie bekommt man eigentlich Multiplikatorinnen dazu, sich mit der Idee auseinanderzusetzen und an die Hochschulen beziehungsweise an die Zielgruppen heranzutragen. Also da ist ein sehr gemeinschaftlicher Entwicklungsprozess vonstatten gegangen, was auch so ein bisschen den Community-Aspekt, der ja schon im Namen der Online-Plattform drinsteckt, HFD Community Certificate, sehr stark gelebt. Interessant sein könnte auch für euch ist das das Modell auch zu verstehen beziehungsweise mehr Einblicke zu bekommen, seit April 2019, also seit 2 Monaten quasi, ist die RWTH Aachen als erster Kooperationspartner mit auf HFD Cert. Das heißt, ich werde später auch noch mal ein bisschen was zu Kooperationen sagen, wollte da jetzt aber schon mal andeuten, es ist uns sehr wichtig, da mit den Hochschulen, mit Vertretern und Vertretern von Hochschulen weiter zusammenzuarbeiten, denen auch zu ermöglichen, HFD Cert so zu nutzen, wie es für sie sinnvoll erscheint. Und da kann ich gerne auch gleich nochmal im Anschluss ein paar Einblicke geben, wofür Hochschulen HFD Cert dann gerne auch nutzen möchten. Da sind wir mit verschiedenen weiteren Hochschulen im Gespräch und sollte damit auch nicht bei dem einen Kooperationspartner bleiben.
So, das war jetzt sehr viel. Erstmal so ein bisschen Hintergrund und Rahmen sozusagen. Aber natürlich ist das Wichtige ja auch, wie funktioniert eigentlich die Plattform? Was bedeutet es eigentlich? Man macht Engagement sichtbar. Wie funktioniert das? Da habe ich einen kurzen Kreislauf mitgebracht. Und zwar ist es eben so, jeder kann sich mit ein paar Klicks, mit ein paar Angaben auf hfdcert.de registrieren. Als registrierter User, als registrierte Userin kann man dann Aktivitäten einreichen. Das heißt, man füllt ein Formular aus. Ich würde jetzt auch gleich dann nochmal auf die Plattform kommen, dass ihr das auch vor Augen mal seht. Ein paar Angaben, das heißt, Titel, Kurzbeschreibung der Aktivität und dann, was ein sehr wichtiger Bestandteil ist, eine Selbstreflexion. Das heißt, dass man die eigene Rolle reflektiert bzw. auch Learnings darstellt, dass es wirklich darum geht, zu überlegen, ich war zum Beispiel bei einer Konferenz, die sich mit Hochschulbildung im digitalen Zeitalter auseinandersetzt oder habe eine Barcamp-Session zu Video-Feedback in der Lehre mitgemacht und was hat es mir jetzt eigentlich für meinen eigenen, für meine eigene Arbeit oder für eigene Projekte oder für Umsetzung von Lehrveranstaltungen oder Ähnlichem gebracht. Die Währung auf hfdcert ist ja sozusagen Zeit, also man würde angeben, wie viele Stunden man sich mit dieser Aktivität auseinandergesetzt hat. Und diese Stundenanzahl, die da veranschlagt wird, wird dann von Peer-Evaluatoren, Evaluatorinnen auf Plausibilität geprüft. Das heißt, alle Aktivitäten, die eingereicht werden, kommen in einen Aktivitätenpool. Als Evaluator oder Evaluatorin hat man Zugriff auf diesen Pool. Das ist anonym, also man weiß nicht, wer die Einreichung von wem die Einreichung stammt und würde sich dann eine rausziehen und dann anhand der Informationen, die eingespeist wurden, entscheiden, ist das für mich plausibel, kann ich das so nachvollziehen, dass da so und so viele Stunden aufgewandt wurden. Es gibt da auch die Möglichkeit oder ist die Bitte auch an die Userinnen und User, Nachweise in Form von Links oder Dokumenten-Uploads mit beizufügen, damit man eben ein umfassenderes Bild davon bekommt, was da eigentlich passiert ist. Falls das für den Evaluator, die Evaluatorin als plausibel eingestuft wird, wird die Aktivität angenommen. Das heißt, die E-Points werden in das Online-Portfolio des Users oder der Userin übertragen. Falls man sagt, da sind Dinge für mich unklar oder da sehe ich eigentlich gar keine Passung zwischen der Aktivität und den veranschlagten Stunden, dann muss es in einen Rückspracheprozess gehen, indem man auf der Plattform die Nachrichtenfunktion nutzt und entweder darum bittet, dass zusätzliche Informationen eingetragen werden, nachgereicht werden, oder man sagt, merkt dann im Austausch, dass das passt immer noch nicht oder in der Form können wir die Aktivität so nicht akzeptieren, dann können auch oder werden auch Aktivitäten abgelehnt. Als letzter Schritt in diesem einen Kreislauf Aktivitäten einreichen bis Übernahme ins Online-Portfolio ist auch die ständige Möglichkeit, dass man sein hfdcert als herunterladen kann. Also man hat dann auch eine PDF-Datei mit einem Prüfcode, über den man auf das eigene Online-Portfolio verweist und kann somit auch zeigen, welche Punktzahl bzw. welche Progressionsstufe man erzielt hat. Wir arbeiten auf hfdcert mit Progressionsstufen, das heißt, die Anzahl von E-Points, die man sammeln konnte und die Anzahl von Kategorien, aus denen diese Aktivitäten stammen. Also das heißt Konferenzbesuchung, Konzipierung von Lehrveranstaltungen, Workshop-Teilnahmen, Workshop-Durchführung. Je nachdem, wie breit da das Spektrum ist und wie viele Punkte man innerhalb dieser Kategorien sammeln konnte, daraus generiert sich dann praktisch die Progressionsstufe, das heißt, ob man ein Instructor, ein Innovator oder ein Incubator ist. Und das wird dann über die entsprechenden Badges in den Profilen nochmal zusätzlich sichtbar gemacht. Das war jetzt sehr viel erstmal so abstrakt und gleich kommen wir auch nochmal auf die Plattform. Ich glaube, dann werden vielleicht auch gewisse Fragen, die vielleicht jetzt schon aufgekommen sind, nochmal klarer, beziehungsweise wir können dann ja auch gerne gleich im Austausch
Fragen dazu speziell oder darüber hinaus auch klären. Ganz kurz noch, bevor wir auf die Plattform gehen, wollte ich noch einen ganz kurzen Überblick geben, was momentan so auf der Plattform passiert. Also ich hatte ja gesagt, Beta-Phase ab Dezember, der Launch erfolgt dann im Februar. Momentan sehen wir knapp 420 registrierte User, Userinnen auf der Plattform mit heutigem Stand. Da wurden bisher über 1000 Aktivitäten eingereicht bzw. Formuliert. Circa 150, glaube ich, davon, hatte ich vorhin nochmal nachgeschaut, sind momentan im Entwurf vorhanden. Das heißt, man sieht eben, da passiert auch kontinuierlich was. User und User beginnen damit, Aktivitäten anzulegen und sind dann sozusagen, ja, können die dann zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt einreichen. Wir haben durchschnittlich über 6000 Seitenansichten pro Monat und eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 7,5 Minuten. Das mag auf den ersten Moment vielleicht gar nicht so viel wirken, aber ist schon eine gewaltige Dauer, die auch auf der Plattform verbracht wird. Das heißt, dass wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Formular, mit der Einreichung von Aktivitäten vonstatten geht. Und ich glaube, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt, um auch wirklich mal auf die Plattform zu schauen. In der Zwischenzeit wurde ich ausgelockt scheinbar. Genau. Und vielleicht einfach für den ersten Eindruck, also beziehungsweise nochmal zurück auf die Startseite. Wenn Sie die Seite aufrufen, und das haben bestimmt auch einige vielleicht schon im Vorhinein ja gemacht, sieht man dieses Bild. Da ist auch ein kurzes Video, ein Onboarding-Video, was in knapp 1,5 Minuten die Funktionsweise nochmal erläutert. Was ganz interessant einfach vielleicht für den ersten Eindruck nochmal ist, das ist die HFD Start Community, das ist auch öffentlich. Also man kann sein Profil auch auf unsichtbar stellen, dann würde man jetzt hier nicht mit aufgelistet. Aber so, wenn Sie die Seite aufrufen, finden Sie auch genau diese Darstellung. Es soll ja auch darum gehen, dass man einen Einblick bekommt, was Personen wie engagiert oder in welchen Bereichen sie sich engagieren. Aber natürlich nutzen es auch einige als eigenes Log, also als Portfolio, um einfach zu dokumentieren, was man eigentlich so das Jahr über macht. Dann möchte ich noch ganz kurz Ihnen, jetzt bin ich auf meinem Profil, da ich als Admin sozusagen auch in dieser Übersicht gar nicht vorkomme und da auch deswegen auch gar in diesem Profil gar keine Aktivitäten eingereicht habe, ist das leer. Aber hier kann man ganz gut sehen, wie eigentlich dieses Formular aussieht, welche Informationen man einfügen muss. Wie gesagt, zentral ist hier auch Reflexion der Aktivität und eben Dauer, die Anzahl der Stunden, die veranschlagt werden. Und hier gibt es die Möglichkeit, zum einen Assets hinzuzufügen, worunter wir verstehen, dass man Dateien beifügt, die die Aktivität selbst näher beschreiben oder eben Nachweise. Das heißt, klassischerweise zum Beispiel bei Workshop-Teilnahmen eine Teilnahmebescheinigung zum Beispiel oder eine Bescheinigung, dass man bei einer Konferenz dabei war. Genau, vielleicht noch einen Klick hierhin zum Leaderboard. Wir nutzen ja E-Points als Währung und haben auch zusätzlich sozusagen darüber auch ja noch diesen spielerischen Ansatz, Gamification-Ansatz, dass wir Leaderboards haben. Das heißt, das sind unsere Top 10 E-Points, das sind unsere Top-Evaluatoren, Evaluatorinnen. Das kann dann auch gefiltert werden, je nach Zielgruppe und auch nach Partnerinstitutionen, was auch einfach ein Vorteil derjenigen ist, die als Kooperationspartner mit auf der Plattform sind, dass sie eigene Leaderboards über eigene Leaderboards verfügen. Ich würde jetzt gerade noch, ich habe noch drei Folien, die noch weiterführen und dann denke ich, gibt es bestimmt auch schon einige Punkte, auf die man vielleicht auch mit Blick auf Ihre spezielle Community oder Bedarfe da nochmal weiter diskutieren kann. Vielleicht das hatte ich noch mal so als kleinen Eindruck, wie eigentlich die Plattform so angenommen wird. Tatsächlich seit dem Launch ist sowohl in den sozialen Medien als auch über unser Kontaktformular, wenn wir bei Konferenzen oder Tagungen oder Events sind, im persönlichen Austausch,
die Rückmeldung, dass es einfach, dass da der Bedarf da ist und dass das Format oder das Angebot ja einen Beitrag dazu leistet, eben oder eine Lücke schließt, die sich vielen, vielen Mitarbeitenden an Hochschulen, Lehrenden, Studierenden eben zeigt. Zu den Kooperationen vielleicht noch ergänzen. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, die RWTH Aachen ist als Kooperationspartner mit auf der Plattform und es gibt noch weitere Abstimmungsprozesse mit anderen Hochschulen. Was nutzt das denen? Als Kooperationspartner hält man einen eigenen Admin-Account oder Admin-Zugang und kann darüber eben die Nutzer- und Nutzerinnenverwaltung und eigene Leaderboards führen. Das heißt, die Personen, die sich der eigenen Institution zuordnen, gehen quasi in die Verwaltung der Admins über. Zudem werden die Kooperationspartner eben auch auf der Seite sichtbar gemacht unter im Kooperationsreiter bzw. bei über HFD Cert haben wir einen Kooperationspartnerbereich und es besteht eben die Möglichkeit, personalisierte Badges anzubieten. Zudem sind wir gerade dabei zu entwickeln, inwieweit auch Veranstaltungen oder Angebote von Partnern, vorangelegt werden können. Das heißt, dass man auch relativ niedrigschwellig Userinnen und Usern ermöglicht, Aktivitäten einzureichen, die von Kooperationspartnern organisiert, veranstaltet wurden. Das heißt, dass man dann tatsächlich schon so vor über so einen QR-Code, den man einscannt, schon eine vor- oder halb vorformulierte Maske erhält und dann eben zum Beispiel nur noch die Reflexion ergänzen muss. Die Kooperationspartner sind für uns ganz klar, aber auch natürlich Multiplikatoren, Multiplikatoren. Also wir sehen da sozusagen einen beidseitigen Gewinn. Zum einen möchten wir mit dem Angebot viele, viele erreichen, für die das Angebot auch sinnvoll nutzbar ist. Und da sehen wir natürlich, dass zusätzlich zu unserem Netzwerk, was besteht und was ja auch sehr weit ausgereift ist oder sehr umfassend ist, dass natürlich die Hochschulen auch eine große Strahlkraft haben, eben ihre Mitarbeitenden auch zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses Angebot gibt und das dann auch zu nutzen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Screenshot von der RWTH Aachen, die eben auf das Community Certificate hinweist. Vielleicht so viel erstmal zum HFD Cert. Hier hatte ich nochmal, und ich denke im Nachgang kriegen Sie auch die Folien bereitgestellt, möchte ich nochmal demonstrieren, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, mit uns in Kontakt zu treten. Und wir uns natürlich freuen, wenn jetzt gleich im Anschluss oder vielleicht auch im Nachgang noch Anmerkungen, Anregungen an uns herangetragen werden. Da sind wir auch immer sehr, sehr froh und gerne im Austausch. Genau, dann würde ich es vielleicht jetzt einmal kurz hier belassen. Ich glaube, ich habe mit Sicherheit auch einige Dinge nicht angesprochen, die ich noch vielleicht gerne angesprochen hätte oder die für Sie interessant sind. Dann können wir jetzt gerne in die Diskussion übergehen. Ja, super, Jasmin. Also ich habe gar nicht so viel vermisst, muss aber auch dazu sagen, ich bin ja selbst Nutzer. Und vielleicht auch, um das noch kurz zu ergänzen, ich habe natürlich nach diesem Erlebnis im Mai sofort gedacht, okay, jetzt musst du mal auf die Plattform gehen und schauen, wie das Ganze funktioniert. Habe ja auch einen Hochschulaccount, habe mich mit dem angemeldet. Das ist die Frage, vielleicht hätte ich da auch meine private Hochschuladresse, private Adresse nehmen können. Also gibt es da irgendwie Kriterien, wie man sich anmeldet oder ob man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Dann habe ich kurz überlegt, okay, nach der Anmeldung bin auf dieses Formular gestoßen. Dann habe ich überlegt, okay, welche Tätigkeit könnte ich da jetzt einreichen? Ja. Jetzt war ich ja 10 Minuten vorher ungefähr, also plus minus, auf dieser kleinen HRK-Konferenz, auf diesem Workshop und hatte über Badges präsentiert. Und dachte mir, okay, also das ist ja nun wirklich mittendrin in digitaler Lehre. Habe kurz überlegt, okay, was hast du für die Erstellung dieser Präsentation gebraucht? Ein bisschen die Kommunikation. Präsentation selbst, habe dann mal 6 Stunden veranschlagt, habe also ganz brav 6 Stunden in das Formular eingetragen und habe dann mal auf Absenden gedrückt. Mhm. Und dann hat es, glaube ich, eine Woche gedauert. Vielleicht gab es eine kurze Bestätigung im Sinne von eingetroffen, aber dann nach einer Woche gab es dann die Rückmeldung, wunderbar, danke, wird anerkannt. Auch der Name des Evaluators war noch sichtbar, also es war jetzt nicht anonym vielleicht in der Zuteilung, aber ja. Das Feedback war dann schon einem Evaluator zuzuordnen.
Genau, also, vielleicht ist das sogar noch, danke für den, für sozusagen den Anschluss, weil ich glaube, das ist nochmal recht wichtig zu erwähnen, auch so unter dem Gesichtspunkt Qualitätssicherung sozusagen, dass im Prinzip wir versuchen den Prozess, also den Evaluationsprozess anonym zu halten, also dass man nicht sagen kann, ich reiche jetzt was ein und Jochen, du weißt, ne, ich habe jetzt was eingereicht und die 100 Punkte kannst du mir dann bitte anerkennen, sondern dass das versucht wird, anonym zu halten, obwohl man natürlich sagen muss, über die Nachweisfunktion oder dieses Feature Nachweise beizufügen oder Links, wird dann natürlich schon in dem Prozess oft klar, wer die einreichende Person ist, aber erst nach Annahme der Aktivität. Und am Ende ist dann tatsächlich im Online-Portfolio sichtbar, wer war der oder die Evaluatorin. Was nämlich dazu führen soll, dass auch eine Person mit ihrem Namen quasi dahinter steht. Also dass man nicht einfach alles annimmt und am Ende weiß keiner, wer war das eigentlich, sondern da, wenn ich jetzt evaluiere, weiß ich auch, da steht dann im Nachhinein, Jasmin Chavarian hat das evaluiert und dann ist es im Zweifelsfall, wenn das irgendwie alles nicht ganz so klar ist, warum oder wie diese Punktzahl zustande kommt oder ob das überhaupt eine Aktivität ist, die auf HFD-Cert eingereicht werden sollte, ist da eine, vielleicht nochmal eine andere Verantwortungshaltung irgendwie dahinter. Ja, okay. Also war für mich sehr schön nachvollziehbar. Also ich habe jetzt 6 Punkte, stehe, glaube ich, auf Platz 375 des Leaderboards, habe kurz überlegt, ob mein Ehrgeiz so weit geht, mich da nach vorne zu arbeiten. Aber in dem Prozess stecke ich jetzt gerade noch. Aber vielleicht darf schon mal so die erste für mich so auch Frage, die auch der Herbert Nacken in was ist denn mit jemandem, der den ganzen Tag über mit Unterstützung von digitalem Lernen, Lehre zu tun hat? Und eigentlich ist es sein Job. Und jetzt würde der hingehen und kurz überlegen und sagen, ja, also reiche ich jetzt 8 Stunden ein, jeden Tag, 40 Stunden die Woche, fällt der aus dem Raster oder muss der hingehen und sagen, ja, jetzt muss ich jetzt meine Arbeit zerlegen in kleine Einheiten, um da irgendwie sichtbar zu werden? Also was passiert denn mit solchen Menschen, die gerne so ihre Lebensleistung dort wiedergespiegelt haben möchten? Also im Prinzip überlassen wir das einfach auch unseren Usern und Usern, was sie dann darstellen wollen. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt momentan ist es ja so, wenn man die Aktivitäten einreicht, man kann sozusagen die Reihenfolge ändern, dass das irgendwie auch sinnvolle Cluster ergibt, auch vielleicht thematisch oder vom Format her gedacht. Und natürlich, wenn man, sag ich mal, 100 Aktivitäten, die quasi von der Art her sehr ähnlich sind, dann ist es natürlich für jemanden Außenstehenden oder Peers, Userinnen und User auf der Plattform, die dann auf die Seite gehen, schwerer zu navigieren, was sind denn da eigentlich die speziellen, die spezifischen Expertisebereiche oder wo hat sich die Person besonders engagiert. Deswegen ist es schon so, und das merken wir auch in den Rückmeldungen oder in den Rücksprachen mit Usern und Usern, dass sie schon sehr auch selbst einfach reflektiert überlegen, was möchte ich da eigentlich darstellen, was zeigt irgendwie ganz gut, wo ich sehr aktiv bin oder was so Themen sind, mit denen ich mich dezidiert auseinandersetze. Aber klar, wenn das, dass da jemand, der vielleicht ja in der Mediendidaktik arbeitet oder ähnliches, da jetzt nicht sozusagen eine Live-Dokumentation der eigenen Tätigkeit sozusagen verbringt. Aber das ist auch was uns im Team auf jeden Fall beschäftigt, auch weiterhin, dass man überlegt, inwieweit vielleicht man zum Beispiel so Cluster-Möglichkeiten vielleicht entwickeln könnte, dass man gewissen Kategorien dann die Aktivitäten zuschreibt oder inwieweit nochmal im Hinblick auf diese unterschiedlichen Zielgruppen, also Lehrende in dem Fall und vielleicht Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus den Mediendidaktikzentren, wo man da nochmal differenzieren muss, haben wir jetzt aber zum Beispiel bei den Leaderboards eben auch darüber gelöst, dass man eben filtern kann. Also und dann mal einmal sich die Lehrenden anzeigen lassen, einmal die vielleicht schon qua Stelle stärker mit bestimmten Aktivitäten betraut sind. Ja. Also ich fand es auch sehr charmant, wenn ich den Punkt noch ergänzen darf, dass dahinter ja oder im Kern dahinter ja eine Plausibilitätsprüfung steht. Also keine Prozesse nach DIN-Normen, keine Sachen, die irgendwie zertifiziert abgenommen sind, sondern da reicht einer etwas ein nach bestem Wissen und Gewissen und ein anderer schaut drauf und sagt, okay, finde ich nachvollziehbar oder wie du auch gerade beschrieben hast, nee, muss ich nochmal nachfragen vielleicht, aber im Kern ja sehr, sehr wenig standardisiert, ne, sondern wirklich mehr so der Community überlassen, wie sie jetzt auch damit umgeht.
Genau, also was ich vielleicht noch ergänzen kann, was ich jetzt gar nicht in der Präsentation nochmal angesprochen habe, aber zum Evaluationsprozess. Wir haben zum einen auf der Plattform Guidelines für Evaluatoren und Evaluatorinnen. Das ist eben schon eine gewisse Art von Standard oder Führung, Guidance sozusagen für die Personen gibt. Das ist zum einen dies, zum anderen haben wir auch Austauschmöglichkeiten, zum Beispiel auf unserer Kommunikationsplattform Mattermost, dass man wirklich auch unter den Evaluatoren und Evaluatorinnen in Austausch treten kann, wenn man mal Rückfragen hat, weil wir merken das auch, die Idee ist ja im Prinzip, dass die Plattform sich irgendwann selbst trägt, also dass Userinnen und User über die Progressionsstufen Stufen erreichen, in denen sie selbst zu Evaluatoren und Evaluatorinnen werden können. Natürlich ist zum Start der Plattform dieser Pool an Userinnen und User, die evaluieren dürfen, noch relativ gering, weil die ja erstmal sozusagen diese Stufen erklimmen müssen. Deswegen haben wir zu Beginn mit dem HFD-Team und mit Experten und Expertinnen des Kernteams aus unserer Community so einen Start-Evaluatorinnen-Pool gebildet und merken da auch, dass wir auch viel noch im Austausch sind und denken, da ist jetzt für uns was noch fraglich, wie würdest du das lösen und das dann auch versuchen, in die Guidelines zu überführen, um das den anderen eben auch abbildbar zu machen. Und ich glaube, dass es so eine Balance ist zwischen, es soll zum einen nach bestem Wissen und Gewissen passieren, zum anderen soll es natürlich auch eine Wertigkeit haben und auch da eine Art Standard, eine Richtlinie, an der man sich orientieren kann, geben und auch die Möglichkeit, es immer wieder mit anderen Evaluatoren und Evaluatorinnen sich rückspiegeln zu lassen, beziehungsweise ich glaube, der Punkt ist ja auch einfach, dass wir versuchen, durch diese Evaluation das Ganze eine gewisse Qualitätssicherung oder eine Qualitätssicherung zu ermöglichen, das Ganze aber noch so niedrigschwellig zu halten, dass es auch nutzbar ist und bleibt und dass es eben schon eine Stufe drüber ist, als ich führe jetzt alles einfach selbst auf einer Webseite auf, sondern es gibt schon diesen Prozess, in diesen Evaluationsprozess und da ist dann jemand, der mit seinem Namen bescheinigt, das habe ich als plausibel auch so anerkannt und die Reflexion muss in der Hinsicht dann ja auch einfach einen Einblick geben, wie sich diese Stundenzahl auch zusammensetzt. Also da sind wir, glaube ich, momentan sehen wir eben schon auch an den abgelehnten Aktivitäten. Das sind so im Moment so 4%. Da stecken aber nicht die drin, wo dann auch Rücksprachen stattgefunden haben. Weil nach gewissen Rücksprachen und einer Erweiterung der Aktivität um Nachweise oder mehr oder weiterführende Informationen kann ja dann schon die Annahme erfolgen. Also da passiert schon relativ viel. Also die Nachrichtenfunktion wird tatsächlich auch sehr stark genutzt und zeigt eben auch, dass es alle auch ernst nehmen. Ja, okay. Jasmin, hast du vielleicht auch den Chat im Blick? Oder, Entschuldigung. Ich kann sonst auch mal kurz, weil da haben Sie jetzt so zwei, drei Fragen angesammelt, die würde ich jetzt gerne kurz aufnehmen, bevor wir dann mal schauen, wer irgendetwas auch sagen möchte. Ja, gerne. Und wenn du sie siehst, dann nimm doch gerne den ein oder anderen Ball auf, sonst kann ich sie auch gerne noch mal kurz vorlesen. Also die erste Frage von dem Karl-Heinz, gute Lehre sichtbar machen, wie findet man heraus, was gute Lehre war? Ist das eine Herausforderung im Rahmen dieses Prozesses oder Modells oder ist das eher nochmal eine davon losgelöste Frage? Im Prinzip, man würde ja sagen, dass eigentlich jedes Engagement oder jede Form von informeller, nonformaler oder auch formaler Weiterbildung dazu führen soll, dass Lehre, dass Lehre noch besser werden kann, dass man reflektiert, was man, wie man vielleicht bestimmte Herausforderungen angehen kann, keine Ahnung, sei es, man sagt, ich habe ein Problem mit Studierendenaktivierung und ich versuche da jetzt diese Herausforderungen anzugehen und darüber meine Lehre auch besser zu machen oder gute Lehre zu machen, ich engagiere mich. Ich glaube, also wir versuchen, digital gestützt ist einfach durch das Hochsprung Digitalisierung was, womit wir uns sehr stark auseinandersetzen. Deswegen haben wir auch den Fokus jetzt noch zusätzlich eben gewählt, gute Lehre, weil es uns nicht darauf ankommt, dass alles digital ist. Es soll praktisch eine Auseinandersetzung mit Lehre im digitalen Zeitalter sein, neuen Rollen, die hinzukommen.
kommen, mit ja, neuen Tools, aber eben auch ja, nach Reflexion der eigenen Arbeit. Und ich glaube, dass das alles für uns zusammen im Zusammenspiel bedeutet, gute Lehre auch zu machen oder zu leben. Und da geht es dann im Zweifelsfall nicht darum zu sagen, das war jetzt gut und das war schlecht, sondern dass man sich damit beschäftigt, dass man sich weiterbildet, dass man Aktivitäten nicht nur einrichtet, sondern diese eben ja auch durchführt, dass man sich ausprobiert, dass man schaut, dass man reflektiert, was geklappt hat, was nicht, dass das alles dazu beiträgt, dass es gute Lehre geben kann oder dass man eben auch gut lehrt. Ja, ja. Jasmin, gibt es einen Karrierepfad für Evaluatoren? Ein Karrierepfad, also dass man sozusagen, dass man auch da so Abstufungen erzielen kann, so in die Richtung. Ich hatte jetzt aus deinen Schilderungen eigentlich so entnommen, dass es zwar jetzt Evaluatoren gibt, die so aus einem Kernteam wahrscheinlich ja. des HFD, HRK kommen, aber dass die ja mal, du hast ja gesagt, in die sich selbst steuernde Community irgendwann mal zurücktreten und dann würden eigentlich so die fleißigsten Punktesammler, die Inkubatoren, irgendwann mal auch sagen, okay, ich habe Lust, Evaluator zu sein, oder? Genau, also du hattest ja gerade schon gesagt, unsere Konsortialpartner, also Stifterverbandseitig, HRK, CHE-seitig, wir bilden schon auch so ein Kernteam an Evaluatoren und Evaluatorinnen zusätzlich zu unseren Kernteammitgliedern aus dem Netzwerk für die Hochschullehre oder einem Teil davon. Dann sind aber auch tatsächlich schon einige aus der Community, weil sie eben die zweite Stufe erreicht haben, als den Innovator-Status innehaben, schon auch selbst zu Evaluatoren und Evaluatorinnen geworden. Ab der dritten Stufe bedeutet das, ist es sozusagen auch eine Vorgabe, dass man, momentan sind es 3 Evaluationen im Monat, auch selbst durchführt, um diesen Status zu halten. Also, dass man auch nochmal ein zusätzliches Incentive hat, da tätig zu werden, obwohl man sagen muss, wir haben das auch auf jeden Fall auch ja, kritisch diskutiert, inwieweit da sind schon Personen, die sehr engagiert sind, die viel machen und jetzt sollen sie auch noch evaluieren. Ist das vielleicht zu viel? Aber da ist dann auch die Rückmeldung und das geht uns tatsächlich auch so, dass es sehr, sehr interessant auch ist, als Evaluator, Evaluatorin tätig zu sein, weil man auch sich mit vielen spannenden Projekten und Umsetzungen dann nochmal so en Detail beschäftigt und auch einen konkreteren Einblick teilweise in ganz unterschiedliche Settings und Aktivitäten bekommt. Also ja. Aber ja, als Incubator wäre das dann praktisch der zusätzliche Anreiz zu evaluieren, aber wäre mit Sicherheit auch nochmal was weiter gesponnen werden könnte, wie man eigentlich mit den Evaluatoren, Evaluatorinnen dann umgeht, wenn es dann diese größere Community an evaluierenden Personen auch gibt. Ja, ja. Ich meine, wenn das fest verknüpft ist mit der Rolle Inkubator, kann sich ja jeder selbst überlegen, ob er noch weitere Aktivitäten einreicht, um diese Stufe zu erreichen oder einfach stehen bleibt bei, ne, was war die Rolle davor? Innovator, ja. Danke. Genau. Okay, möchte vielleicht jemand mal kurz mit Mikro oder Bild und oder Bild etwas in die Runde werfen, bevor ich nochmal auf die beiden, wir haben noch 2 weitere Fragen im Chat. Wir können ja auch mal gucken, ob irgendjemand mal hier das Mikro ergreift. Ah, da höre ich etwas. Ich habe eine kurze Frage betreffend Ziel. Was ist genau das Ziel der Plattform? Also ich stelle diese Frage, weil ich verschiedene Wertkontraste sehe. Erstmal so ein Kontrast betreffend Wettbewerb oder Community, also eben mit diesem Leaderboard, aber doch ein bisschen Kommunikation, Community. Und ein anderer Wertkontrast, so zum Beispiel Kontrolle, Standardisierung gegenüber Lernen und Innovation. Also wie soll ich das verstehen? Wohin geht es? Was ist der Sinn, der präzise Sinn der Plattform? Also, generell das Ziel ist in jedem Fall, dass man ja, den Userinnen und Usern ermöglicht, also den verschiedenen Zielgruppen oder Vertreterinnen der verschiedenen Zielgruppen ermöglicht, sichtbar zu machen, wie umfassend bzw. in welchen Bereichen, mit welchen Aktivitäten sie sich im Bereich digitaler, innovativer, digital gestützter Hochschullehre engagieren. Das Ziel speist sich quasi daraus, dass eben viele Aktivitäten, die Personen dieser Zielgruppe tagtäglich durchführen, bisher nicht sichtbar sind. Also natürlich gibt es hochschuldidaktische Zertifikate, die man erwerben kann und wir wollen da auch in keiner Weise in Konkurrenz zu denen stehen, sondern es geht eher darum, die
Aktivitäten, die drumherum passieren, die momentan nicht abbildbar sind, sichtbar zu machen. Das ist das Hauptziel. Die Diskrepanz, die Sie jetzt angesprochen hatten zwischen Wettbewerb, auf der einen Seite, man hat die Leaderboards, man hat die, die vielleicht sehr aktiv sind, und die Community, würde ich sagen, dass es zum einen, ja, also es ist dieser ein bisschen spielerische Ansatz oder dieses Gamification-Element kommt ja auch einfach daher, dass man sagt, es soll ein bisschen Anreiz geben, das zu nutzen. Man könnte auch sagen, es soll ein bisschen auch Spaß machen, zu zeigen, was man da macht. Man will vielleicht auch mal sehen, wie stark engagieren sich da eigentlich andere. Und das hat, oder man hat vielleicht auch den Anreiz zu sagen, also dieses Jahr war ich so aktiv, ich schaffe das da auch mal unter die Top 10 oder ich habe da einen persönlichen Ansporn. Was aber nicht bedeutet, dass die vielleicht mit 20 E-Points auf der Plattform sind, dadurch demotiviert sein sollten, weiterhin auch Aktivitäten einzureichen. Das kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, aus welchen Gründen man überhaupt sich auf die Plattform registriert. Weil die einen sehen es, wie gesagt, so ein bisschen als Möglichkeit, für sich selbst zu dokumentieren, was passiert ist. Zum vielleicht auch, wenn sie wirklich mal gerade, wir haben ja viele unter auch so den Mitarbeitern von Medien- und Didaktikzentren, da sind viele in Stellen, wo, sag ich mal, in Drittmittelprojekten oder auf Qualifizierungsstellen, die dann sagen, für den Jobwechsel oder so möchte ich gerne eigentlich auch nochmal damit abdecken oder zeigen, wie stark ich mich engagiert habe, oder junge Lehrende. Also da gibt es verschiedene Motivationen und wir versuchen eigentlich über dieses Angebot denen auch die Möglichkeit zu geben, das nach ihrem Interesse, nach ihrer Motivation auch nutzen zu können. Bisher, aber ich finde es einen total legitimen Einwand, auch mit diesem Wettbewerbscharakter, obwohl man sagen muss, der wird jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht unsportlich, sozusagen, was auf der Plattform passiert. Und das soll einfach so ein bisschen so ein spielerisches Element mit dazu bringen, gerade da wir die E-Points haben und das so, ja, da so ein paar Elemente sind, die in diese Richtung gehen, Progressionsstufen. Man kennt das ja auch von anderen Plattformen, also, und dass das für viele einfach auch einen Anreiz bieten kann. Und ich glaube, die dann denken, für mich ist das nichts, die sehen das dann auch nicht so wild, wenn sie da vielleicht eine bestimmte Punktzahl erreicht haben, die jetzt nicht in den obersten Rängen mitrangiert. Ich glaube, das war bisher noch kein Problem, aber ich nehme das gerne auch noch, also das ist ein Einwand, den ich mal gerne auch noch mal mit zurück in unser Team nehme und wir da mal überlegen, ob das oder wie man vielleicht auch kommunikationstechnisch da vielleicht noch mal andocken muss, um da auch klarzumachen, dass das keine Diskrepanz eigentlich ist, sondern eher ganz gut zusammen funktioniert. Kurze Follow-up-Frage. Ja. Wenn das ein primäres Ziel ist, Sichtbarkeit, so verstehe ich es, also Offenheit, ja. Transparenz, wenn das ein primäres Ziel ist. Was ist der Unterschied zu sozialen Medien? Also ich nehme zum Beispiel LinkedIn als ein Beispiel, oder wo man eine sehr große Sichtbarkeit und auch Community-Gedanken. Wie unterscheidet sich HFDZ von einer solchen Plattform oder eben Twitter mit Hashtags? Ja, also ich würde sagen, im Vergleich zu Twitter und auch LinkedIn ist ja praktisch, also zum einen haben wir, im Gegensatz vielleicht zu Twitter, klar, da könnte man sagen, über die Likes oder über die Herzen, die verteilt werden, symbolisiert man, wir unterstützen das. Aber bei uns, also zum einen dieser Peer-Review-Gedanke mit Sicherheit, zum anderen ist es ja auch nochmal eine andere Art von Ausführlichkeit. Also es ist ja ein Online-Portfolio quasi, in dem diese Assets, die beigefügt werden, also man hat praktisch, eine sehr ausführliche Zusammenstellung von dem Engagement, das man über eine gewisse Zeit vorangetrieben hat. Also es ist wirklich darauf gemünzt. Ich würde sagen, LinkedIn wäre dann nochmal zusätzlich die Komponente, die wir auch gerne perspektivisch sozusagen mit verlinken würden. Also dass man, und da muss ich jetzt einen kurzen Einschub machen, weil das, glaube ich, auch nochmal vielleicht Thema Sichtbarkeit ganz interessant ist. Wir planen gerade sind in der Umsetzungsphase oder in der Endentwicklungsphase eines durchsuchbaren Mitgliederverzeichnisses, eines Online-Mitgliederverzeichnisses. Und wenn da dann sozusagen die Möglichkeit besteht, dass man eben sein Profil hat, man kann auf sein HFD-Cert-Profil verlinken, man kann aber auch zeigen, man ist hier auf Twitter oder auf LinkedIn und hat wirklich ein gemeinschaftliches Bild seiner Lebenslauf
Station seines Engagements. Man hat die Möglichkeit, auch über uns, wir haben ja die Kommunikationsplattform, nutzen wir MetaMost und kann dann auch direkt sehen, ah, ich schaue mal, wer ist denn eigentlich von meiner Uni da? Und dann gucke ich mir mal das Profil an, das Portfolio, und dann habe ich auch die Möglichkeit, mit der Person direkt über die Chat-Funktion auch in den Austausch zu treten. Das macht den ganzen Prozess natürlich relativ niedrigschwellig und hält es auch informell. Und ich glaube, das ist eher, dass die Funktionen weiterreichen oder in eine andere Richtung gehen als jetzt LinkedIn oder Twitter. Aber man das tatsächlich, würde ich sagen, also persönlich sagen, als ein gemeinschaftliches Bild oder Puzzle, was sich dann da so zusammenfügt, sehen könnte. Ja, ich gucke gerade mal so ein bisschen die Zeit, die Zeit rauscht so vorbei. Haben wir noch vielleicht eine Wortmeldung? Bevor ich jetzt nochmal hier auf den Chat gucke, die Punkte dort. Ich kann leider nicht in den Chat rein. Hört ihr mich? Ah, ja. Leute, wir hören dich. Ja, aus irgendwelchen Gründen kriege ich den hier nicht. Aber wir hatten ja eben schon mal das Thema gute Lehre, schlechte Lehre. Und hier geht es ja um digitale Lehre und andere Lehre. Die Plattform beschäftigt sich ja nur mit digitalen Formen. Also erstens gibt es da viele Übergänge vom Blended Learning bis zu. Und irgendwo sehe ich es auch nicht ganz ein, weil was ich haben will, ist gute Lehre. Ob die digital ist oder nicht, mehr oder weniger, ist so ein bisschen sekundär. Insofern wird hier ein Fenster aufgemacht für einen Teilaspekt, wobei meine Prognose ist, digitale Tools, Instrumente, Methoden werden so in die Hochschullehre reinsintern, dass man irgendwann das kaum noch auseinanderhalten kann. Also man wird nicht mehr sagen, das ist jetzt digital und das ist nicht digital, weil das ja im Grunde genommen völlig uninteressant ist. Hat sich die Plattform da mal mit beschäftigt? Weshalb kann man nicht gute Lehre zum Thema machen, der Zertifizierung, weil es passieren ja genauso viele tolle Dinge, die auch niemand kennt. Und für mich ist ja die Austauschfunktion untereinander eigentlich interessanter als jetzt das Schulterklopfen für irgendjemand, der dort auf 1000 E-Points geklettert ist. Das mag bei einer Bewerbung mal interessant sein, aber für unser Bildungssystem ist das jetzt nicht so umwerfend. Ja, danke Ihren Einwurf oder Ihre Frage. Also als Hochschulform Digitalisierung ist natürlich für uns Hochschulbildung im digitalen Zeitalter sozusagen unser Fokus. Was aber, und wie Sie ja eben auch schon mit Blick auf das Thema gute Lehre erwähnt haben, auch bei uns nicht der Gedanke, es soll alles digital sein. Da haben wir auch eigentlich über die Formulierung, die vielleicht auch gerade das merkt man dann auch immer wieder in den Gesprächen, inwieweit eine Schärfung oder eine weitere Erläuterung vielleicht nötig ist, sich auf innovative und digitale Lehre beziehungsweise Lehre im digitalen Kontext, im digitalen Wandel eigentlich spezifiziert. Das heißt, wir wollen Personen, gerade weil in dem Bereich, Sie haben jetzt auch Blended Learning zum Beispiel angesprochen, so ein Konzept zu erstellen, wie eigentlich so eine Lehrveranstaltung aussehen soll und das dann auch umzusetzen, zu testen, vielleicht zu evaluieren, ist eine sehr umfangreiche Aktivität sozusagen. Und dass man solche Prozesse eben abbildbar macht, ist sozusagen, war der primäre Gedanke des Angebots. Also dass man zeigt, in welchem Umfang wird sich da engagiert. Das kann auch sein, dass man sagt, wir gehen zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik und da ist vielleicht ein Teilgebiet, da geht es auch um digital gestützte Lehre, aber da geht es auch vor allem um die Auseinandersetzung mit guter Lehre oder wie kann man gute Lehre eigentlich sichern bzw. Ermöglichen. Und da ist eben auf der Plattform, dadurch, dass es vom Hochschulform Digitalisierung entwickelt oder umgesetzt wurde, der Fokus erstmal auf einer digital gestützten Lehre, die aber nicht gleichzusetzen sein kann mit digitaler Lehre. Also es geht uns nicht darum, dass alles eben, nur weil was digital ist, dass es dann vielleicht gut ist und dass es überhaupt nur auch ein Ort ist, an dem digitale Lehrprojekte oder Umsetzungen ihren Platz finden. Ich würde Ihnen recht geben, dass natürlich generell auch schwierig ist, zu sagen, auch aus der Evaluatorenrolle, was ist jetzt gut
Und was ist jetzt nicht gut? Für uns ist es im Moment dahingehend gelöst, dass wir eben über die Reflexion eben sehen, in welcher Form hat da eine Auseinandersetzung mit den Inhalten, mit der Methodik, mit den verfolgten Zielen stattgefunden und darüber dann eben schauen, ob es da eine Passung gibt oder ob diese Aktivität in das Online-Portfolio überführt werden kann und soll. Was zum Beispiel keine Aktivität ist, die jetzt irgendwie zum Beispiel angenommen werden würde, wäre, dass jemand sagt, ich habe jetzt meine Vorlesungsskripte alle digitalisiert und dann in ein LMS oder innerhalb von einem Learn-Management-System irgendwie zur Verfügung gestellt. Das wäre jetzt keine Aktivität, die auf Half-Dessert positiv evaluiert werden würde, weil es auch um diese digital-didaktische Fokussierung geht. Und vielleicht, worüber wir, glaube ich, auch eigentlich ja auch sprechen wollten, was vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz kam, war ja auch die Überlegung, wie das Ganze ausgeweitet werden könnte, mal perspektivisch. Und ich glaube, wir versuchen ja quasi im Moment in unserem, ja, in dem Bereich, auf den wir uns fokussieren, im Hochschulforum, auszuprobieren, unseren Community-Mitgliedern eine Möglichkeit zu geben, ihr Engagement sichtbar zu machen. Und ich würde das jetzt wie so ein Schalenmodell sehen. Also da wären natürlich, das könnte man dann natürlich immer erweitern, beziehungsweise das Modell an sich wäre mit Sicherheit auch skalierbar und könnte ausgeweitet werden, da wir uns eben in dem Fall mit Fragen um digital gestützte Lehre jetzt auch im Netzwerk fokussieren, ist das natürlich jetzt erstmal primär unser Fokus gewesen, aber wäre würde ich jetzt Ihnen zustimmen, dass auch da, dass es natürlich sinnvoll wäre, das auch weiterzudenken. Okay, danke. Ich merke auch gerade so ein bisschen, wir kommen mit dem Format eine Stunde ja wirklich an Grenzen, wo ich auch noch ganz viele Punkte hier habe und wir wollten ja eigentlich auch mal überlegen, ob man das Ganze hier für die Corporate Learning Community übertragen kann, das nenne ich mal so eher als Hausaufgabe für uns mit, das nochmal weiterzudenken. Vielleicht noch so ein kurzes Stichwort. Wir hatten hier mal die Frage, ob es für diese Idee, für dieses Konzept Vorbilder gab. Das fand ich auch noch ganz spannend mit Blick auf die Plattform, die du kurz erwähnt hattest, auch mit dem Blickwinkel, wurde entwickelt in einem halben Jahr und wie automatisiert, wie manuell ist denn der ganze Prozess? Wenn ich das noch so. Also Vorbild auf der einen Seite und wie automatisiert ist der Prozess? Ist das noch viel Handarbeit? So, E-Mails werden verschickt und Evaluatoren werden gesucht. Also die Plattform, ich sag mal, im Vorhinein ist natürlich eine breite Recherche irgendwie vonstatten gegangen. Was gibt es eigentlich? Am Anfang war auch die Überlegung, wie kann man das mit bestehenden Kompetenzmodellen verknüpfen? Also wie könnte man Kompetenzen erfassen? Wir haben uns dann darauf geeinigt, auch aufgrund der Möglichkeit, eine Plausibilitätsprüfung erfolgen zu lassen, dass wir uns auf diese Zeitkomponente als Währung verständigen und das auch für sinnvoll erachten und das, als sich auch im Prozess jetzt gezeigt hat, dass das sinnvoll war. Da sind auf jeden Fall, haben da Recherchen stattgefunden. Tatsächlich ist dann aber die Überlegung, welche Features brauchen wir, wie muss das Ganze aussehen, das ist dann als so iterativer Prozess zusammen mit Community-Mitgliedern, mit unseren Konsortialpartner übergreifend vonstatten gegangen und die was jetzt die Handhabung angeht oder wie automatisiert da was funktioniert, bis zum gewissen Grad, also die Plattform ist ja an sich komplett funktionstüchtig und hat auch gewisse Features, in dem automatisiert, ne, man eine Aktivität wird angenommen, man kriegt die E-Mail, das passiert alles, das ist natürlich alles so auch so programmiert, das funktioniert einwandfrei. Natürlich passieren im Hintergrund noch viele Dinge, die, sag ich mal, Ansprache von Kooperationspartnern etc. Also da ist natürlich unser Team gefragt, das weiter voranzutreiben, dass die Prozesse ansonsten sind eigentlich schon weitestgehend eben automatisiert, aber was da sonst noch an Pulk von Aufgaben, die da noch hinzukommen, passiert, ist natürlich auch einfach eine Projektarbeit unsererseits, die da dazukommt. Ja. Wunderbar, das war jetzt auch fast eine Punktlang und ich würde den Moment mal nutzen, nicht um abrupt aufzulegen, sondern um dir schon mal zu danken für diese
denke, wunderbare Einführung in dieses Thema. Also ich finde es nach wie vor ein hochspannendes Modell, über das man mal nachdenken kann, wirklich gerade um solche Aktivitäten, die ja oft im Netzwerk vielleicht ein bisschen untergehen. Ja, es gab so den Hinweis, im Netzwerk sind sie ja dann oft schon sichtbar, braucht es das noch? Also ich finde diesen Diskussionsprozess ganz spannend, ob wir solche Hilfsmittel brauchen oder ob wir sagen, naja, wer engagiert ist in der Community, der ist schon sichtbar und da braucht es eigentlich keine weiteren Hilfsmittel mehr. Das ist sicher so ein Punkt, aber auf der anderen Seite, ja, also wir sind genau in diesem Spannungsfeld, denke ich, überlassen wir alles den sozialen Netzwerken und der Sichtbarkeit dort oder wollen wir da so einen kleinen Schritt rausgehen und Menschen Hilfsmittel zu bieten? Also ja, von daher schon mal ja, vielleicht ganz kurz, sorry, Entschuldigung, ich weiß, wir sind schon wir haben schon überzogen, nur vielleicht darauf ganz kurz, nur tatsächlich da ja der Impuls aus der Community kam, also wurde ja sozusagen, wir hatten das jetzt uns gar nicht für uns so überlegt und dann ist man ja auch manchmal gar nicht, dann entwickelt man so eine Idee und die Zielgruppe hat da vielleicht gar keinen Bedarf, aber es war jetzt tatsächlich auch eher so, dieser Impuls wurde an uns herangetragen und hat sich jetzt wirklich auch im Prozess immer wieder bestätigt, dass viele sagen, danke, das ist was, was wir gut gebrauchen können, was wir nutzen, was wir auch, wo wir noch gerne dies und das sehen würden. Also da kommen auch immer weiter Anregungen, wie man das weiterentwickeln kann oder sollte. Also da zeigt sich schon für uns eigentlich recht stark, auch mit dem Anstieg der Nutzerinnenzahlen, was da eigentlich, dass da schon einige einen großen Bedarf sehen und das auch nutzen möchten. Aber ist mit Sicherheit was auch zu diskutieren wäre. Vielleicht auch mal in einem Nachfolgetermin oder Ähnlichem. Oder dass man dann nochmal drüber nachdenkt, was für gewisse Communities vielleicht funktioniert oder funktionieren würde. Ja. Also nochmal herzlichen Dank. Wir sammeln einfach noch so ein paar Fragen. Und ich drücke jetzt schon mal rein formal so auf das Ende der Aufnahme, um das nicht ganz zu vergessen. Aber wir sind auch von den Teilnehmern jetzt schon laufend wenig.